Wir schauen uns heute die neuesten Fallguys-Weltrekorde an. Hier sind Dinge, die ihr wirklich nicht glauben werdet, Leute. Ich bin mal gespannt, wie krass diese Fallguys-Spieler wirklich sind. Bleibt bis zum Ende dran, es wird sich lohnen. So, mal gucken hier. Oh, bei der Map. Das ist eine meiner Lieblingsmaps tatsächlich, Leute. Leider jetzt nicht die beste Qualität bei dem Video. Aber ist nicht so schlimm. Mal gucken. Also hier, das würde ich ja jetzt auch noch hinkriegen, okay? Das, so weit bin ich jetzt auch gut. Aber mal gucken, ob der irgendwelche Tricks am Start hat, der Typ. Okay. Ist das echt ein Weltrekord? Ich hätte jetzt gedacht, da wird er irgendwie besser durchkommen. Hier jetzt rechts. Ja, das ist wichtig, das weiß ich. Ist das echt Weltrekord? Ja, doch, das ist ganz neu, Leute. Das Video ist von Fall Guys TV. Okay, der ist... Ja, er ist halt nicht mal... Ja, der kommt halt schon krank durch, ne? Das ist wichtig hier, glaube ich. Ja, okay. Oh, der hat die Leute einfach überrundet. Und er ist durch. Alter, okay, das ist wild. Er hat gerade auch auf Spanisch gesagt, dass er Weltrekord geschafft hat. Und das Ganze war einfach in 54 Sekunden. Hier haben wir einen anderen Weltrekord. Oh, ein Japaner, Leute. Koreaner, Chinesen, Japaner, das sind ja immer die krassesten in so Spielen. Mal gucken, ob der hier irgendwelche... Oh, der geht darum. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass man durch die Mitte rumgeht, ne? Das sehe ich jetzt auch das erste Mal, Leute. Vielleicht kann ich mir hier irgendwas abschauen, ihr natürlich auch. Oh, der ist sehr stark, ja. Boah. Was? Das war krank. Okay, das war krank. Junge, Junge, Junge. In 24 Sekunden macht er die Map. In 24 Sekunden. Der hat halt leider keinen Sound. Oh mein Gott. Würde ich das probieren. Würde ich das so machen. Es sieht einfach gehackt aus, weil wenn er so nach vorne springt... WTF! Wie kann das so gut sein? Bro, er tut die ganze Zeit nach vorne hechten. Was war das? Ein anderer Weltrekord hier von ihm. Also dieser Spieler, ne? Dieser Typ, Leute. Dieser SXYD. Der ist sehr, sehr heftig. Hat man hier irgendwelche Tricks? Ach, guck mal, der lässt sich hier töten, Leute. Damit er weiter nach vorne kommt. Guck mal, das sind so Tricks, die weiß man gar nicht. Guck mal, hier macht er genau das Gleiche, dieser Schlingel. Das werde ich jetzt jedes Mal auch machen. Du kommst einfach, wenn du den Checkpoint hinten kriegst und du gerespawnt wirst, kommst du einfach weiter nach vorne. Leider auch kein Sound hier, Freunde, von dem. Mal gucken, wie das hier macht. Okay. Springt. Ja, der hechtet sich hier. Okay, springt nicht. Okay, das ist krass. Hier habe ich auf jeden Fall was mitnehmen können, Leute. Und das Ganze einfach in 44 Sekunden. Okay, Slime Climb. Hat er hier auch einen geisteskranken Rekord hier gemacht anscheinend. Wir gucken mal, Leute. Hier kommt er auch krank hoch. Okay. Ich sag euch, dieser SXYD. Mal gucken, ob er hier irgendeinen Trick auf Lager hat. Bestimmt, weil anders schafft das ja nicht. Guck mal hier. Darauf würde ich nicht kommen. Das Timing, wie er auf die Hammer drauf geht, ist... Und er lässt sich reinhauen. Das ist so gut. Okay, Slime Scraper. Hier hat er leider auch keinen Sound, aber ist egal, Leute. Hm, hier gehen die auf die Flipper-Dinger drauf und direkt nach rechts. Okay. Weil hier, wenn man ja runterfällt, ist man draußen. Das weiß ich. LOL! Wow! Er macht einfach die Hindernisse zum Vorteil. Der Typ ist nicht normal. Oh, jetzt will ich sehen, wie der hier den Weltrekord macht. Das ist eine Map, die ich persönlich kacke finde. Wobei, die ist noch okay. Nee, die ist noch okay. Die schlimmste Map sind diese Wippen. Wo nur die Wippen sind. Okay, sowas kenne ich ja, ne? Dieses nach vorne hauen und das, diese Teile kenne ich auch. Aber ich will gucken, ob er irgendeinen speziellen Trick jetzt macht. Irgendwas krasses. Wir haben ja schon davor gesehen, dass er die Hindernisse echt immer als Vorteil nutzt. Ja gut, da kann ich ja außen rumlaufen jetzt, selbst wenn die Tür zugeht. Bei dem sieht es halt so einfach aus, ne? Ich denke jetzt auch, dass er hier auf die Trampolins drauf geht. Trampolins, weiß nicht, ob es eine Mehrzahl gibt. Und dann direkt wieder auf das, okay. Guck mal, habt ihr das gesehen? Dieser kleine Boost hat es nochmal rausgehauen.
Ich glaube, hier lässt er sich auch nochmal boosten. Ja, und er springt immer zum perfekten Timing. Das ist unglaublich. Mann. Der Typ macht anscheinend Whirligig in 24 Sekunden. Das ist unmöglich. 24 Sekunden. Ist das dem sein Ernst? Was hat der Typ für Tricks jetzt drauf? Was? Ist das ein Glitch gewesen? Lol, Leute, das war aber ein Glitch, oder? Da kann ich mir sagen, was du willst. Okay, 24 Sekunden, aber er hat einen Glitch ausgenutzt. Nee, Digga, das war ein Glitch. Jetzt bin ich gespannt bei Tiptoe-Weltrekord. Was macht der jetzt? In einem Durchlauf, oder was? Hä? Was soll jetzt daran Weltrekord sein? Oh! Okay. Das ist krank gewesen. Ich glaube, das war wirklich ein Weltrekord. Bei dem Spiel Weltrekord ist so wie bei FIFA am ersten Tag ein Icon zu ziehen oder so. Das ist so ein Spiel, wie willst du da einen Weltrekord schaffen? Aber mal gucken. Bin ich mal gespannt. Okay, der kommt krank. Okay. Das ist krass, Leute. Das erste Mal, wo er sich festhalten musste, ne? Oh mein Gott, warum gehe ich nicht auf die gelben Dinger drauf? Krass. Ja, das ist schwer. Ich weiß nicht, ob Weltrekord ist, aber ist gut. Okay, das letzte Video für heute, Partypromenade. Sagt er hier Weltrekord. Mal gucken. Also ich finde manchmal die Videos sehr schwer auf YouTube zu folgen. Oh, okay, das war stark. Wer da direkt mit... Oh, guck mal, das ist ein Axolot. Links als Skin. Wenn er nicht von den Bällen getroffen wird, ist gut. Okay, nice. Ei, auch gut. Oha, der Samurai... Samurai. Der... Ach, wie heißen die denn, diese dicken Japaner? Sumo-Ringer. Alter, die sind alle gut, ne? Aber wo hat er jetzt den krassen Trick drauf? Es gibt ja nicht immer Tricks, aber relativ oft. Also bis jetzt ist er clean durchgekommen, ohne irgendeinen Fehler. Mal gucken. Oh, das ist... Ja, das war sehr wichtig, Leute. War clean. Ob es Weltrekord ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber es war unglaublich clean, Leute. Wenn euch die Videos gefallen haben, lasst auf jeden Fall den dicken Like da. Sehr, sehr wild. Ich konnte auf jeden Fall ein paar Dinge mitnehmen. Haut rein. Bis dann. Und ciao, ciao.